meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Neuzugänge-Video. So, als erstes hätten wir Angel City Love von Scott Speer. Ich habe es als Mängelexemplar für 3,99 € gekauft und neu kostet es eigentlich 8,99 €. Ich werde euch jetzt mal den Klapptext vorlesen, weil der hat sich echt interessant für mich angehört. Als Jackson Goodspeed, der umschwärmteste Guardian Angel von L.A., auf Maddie Montgomery trifft, passiert ihm etwas nie Gekanntes. Er verliebt sich mit Haut und Haaren in das Mädchen, das er nicht haben kann, denn als Sterblicher hat Maddie in der Glitzerwelt der Hollywood Angel keinen Platz. Doch als Maddie ausgerechnet während der Zeremonie, bei der Jackson offiziell zum Schutzengel gemacht wird, Opfer eines Überfalls zu werden droht, überschreitet Jackson das ernste Gesetz seiner Zukunft. Obwohl sie nicht zu seinem Schutzbefohlenen gehört, rettet er Maddie in der letzten Sekunde vor dem Tod und macht sich damit zum Ausgestoßenen, der nun um sein Leben fürchten muss. Und nicht nur das, auch Maddie muss für ihre verbotene Liebe bezahlen. Als nächstes hätten wir Selection, die Kronprinzessin von Kira Cass, erschien im Sauerländer Verlag. Ja, mir haben die ersten drei Teile so gut gefallen, da wollte ich jetzt den vierten auch mal lesen und erfahren, wie es mit ihrer Tochter weitergeht. Dieses Buch habe ich für 16,99 € bei Thalia gekauft. Amy und Jason, Dich nicht zu lieben, von Inka Lorin Minden. Das habe ich als Rezensionsexemplar von Books on Demand bekommen, weil ich ja eigentlich schon seit es rausgekommen ist am 6. Mai, Entschuldigung, ich korrigiere mich, am 6. März dieses Jahres rausgekommen ist, hat es mich sehr interessiert. Ich lese euch mal den Klapptext vor. Es ist verdammt schwer, dich nicht zu lieben. Für ihn war es ein Ausrutscher, für sie die Hoffnung auf mehr. Die 18-jährige Amy ist seit Jahren Jason, dem besten Freund ihres älteren Bruders, verschossen. Doch Jason sieht in ihr immer noch ein kleines Mädchen. Als ihr Bruder die Abwesenheit der Eltern nutzt und im Haus eine Party feiert, kommt es zwischen Amy und Jason zu einer heißen Begegnung. Danach stürzt Jason Hals über Kopf davon, in dem Glauben, Amy nie mehr gegenübertreten zu müssen. Aber es kommt anders als gedacht. Eine Woche später treffen sie sich an der Universität wieder. Sie ist Studentin, er ihr Dozent. Unmissverständlich macht er ihr klar, dass es keine gemeinsame Zukunft für sie gibt. Trotzdem lassen sich beide auf ein erotisches Spiel ein. Das droht, Amys Herz in Stücke zu reißen, denn sie kann nicht aufhören, Jason zu lieben. Doch das sind nicht die einzigen Hindernisse, die ihnen sich in den Weg stellen. Das Buch kostet eigentlich 9,99 €. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, es zu lesen. Wahrscheinlich kommt es jetzt am Wochenende dran, damit ich auch so schnell wie möglich die Rezension abdrehen kann. So, dann kommen wir zu der Gelöscht-Trilogie. Hier habe ich den ersten und den zweiten Teil von Tabby Terry. Da ich die günstig jetzt bei eBay gefunden habe, zusammen für 6 € inklusive Versand, also da dachte ich, ja, kann eigentlich nichts falsch machen. Neu kosten die Bücher eigentlich 17,95 € pro Buch. Dann hätten wir Nova und Quentin Second Chance von Jessica Sorensen. Dieses Buch kostet auch 8,99 €. Das ist der zweite Teil der Trilogie. Der erste hat mir ziemlich gut gefallen. Ich habe auch darüber eine Rezension geschrieben, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Ja, und ich freue mich auch auf den zweiten Teil und hoffe, Jessica Sorensen schafft es, mich wieder zu überraschen. Weil wir uns lieben von Colleen Hoover. Die Liken- und Will-Geschichte geht weiter und ich habe mich sehr gefreut, dieses Buch lesen zu können. Von Alexandra Bracken hätten wir den ersten und den zweiten Teil der Überlebenden-Trilogie.
Die ersten zwei sind jetzt schon raus und der dritte kommt dann nächstes Jahr. Soweit ich weiß, Anfang. Den ersten habe ich mir selber bei eBay gekauft für 3 Euro. Und den zweiten Teil habe ich vom Goldmann Verlag zur Rezension bekommen. Die Rezension geht auch wahrscheinlich diese Woche noch online und bisher gefallen mir die Bücher richtig gut und ja, wer auf jeden Fall auf Dystopien steht, ist hier nicht falsch. Ich lese euch jetzt mal den Klapptext vom ersten Buch vor. Ruby hat überlebt, doch der Preis dafür war hoch. Sie hat alles verloren, Freunde, Familie, ihr ganzes Leben, weil sie das Virus überlebt hat. Weil sie nun eine Fähigkeit besitzt, die sie zur Bedrohung werden lässt, zu einer Gefahr für die Menschheit, denn sie kann die Gedanken anderer beeinflussen. Deshalb wurde sie in ein Lager gebracht mit vielen anderen Überlebenden. Deshalb soll sie getötet werden, aber Ruby hat nicht überlebt, um zu sterben. Sie wird kämpfen, schließlich hat sie nichts zu verlieren. Noch nicht. So, dann hätten wir als vorletztes den letzten Teil der Maddie-Trilogie. Ich bin jetzt mal ehrlich und habe Teil 1 und Teil 2 noch nicht gelesen, weil ich dachte, ja, vielleicht kommt ja noch Band 3 raus. Und wie man sieht, wurde der Leser jetzt nicht enttäuscht. Ja, ich bin da mal gespannt. Ich habe jetzt einiges an Positives gehört, aber auch Negatives. Und jetzt dachte ich, ich bilde mal meine eigene Meinung und freue mich drauf. Kommen wir auch zum letzten Buch. Wohin du auch gehst, von Lisa Raven. Das habe ich als Rezensionsexemplar von Vorablesen bekommen. Ich habe mich damals beworben, weil mir der Klapptext so gefallen hat, dass ich es eigentlich unbedingt wollte. Und ja, es stand mal auf meiner Wunschliste, dann habe ich es wieder weggemacht und dann habe ich es halt bei Vorablesen gesehen und dachte ich, warum nicht? Probiere ich mal mein Glück. Und es hat geklappt. Und dann lese ich euch mal den Klapptext noch vor. Vielleicht inspiriert er euch auch. Der Traum vom unsterblichen Ruhm führt Cassandra Taylor und Ethan Hall zu einer berühmtesten Schauspielakademie der USA. Bereits während des Vorsprechens kommt es zu einem schicksalhaften Ereignis. Cassandra und Ethan spielen eine gemeinsame Szene so perfekt, als besitzen sie eine tiefe Verbindung und würden sich seit Jahren kennen. Zwischen ihnen herrscht eine Anziehungskraft, die weder einstudiert noch erklärbar ist. Für das Auswahlverfahren erweist sich dies als Glücksfall. Cassandra und Ethan werden als das bekannteste Liebespaar der Geschichte gecastet. Trotz der gegenseitigen Anziehungskraft klappt es privat zwischen den beiden überhaupt nicht. Dennoch sind sie auch in den kommenden Jahren die perfekte Besetzung für die große Liebesgeschichten. Und mit jedem Vorhang, der fällt, werden Cassandra und Ethan tiefer in das Wunder der Liebe hineingezogen. So, meine Lieben, das war's dann. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!